Das Orgelporträt, die Dornheim-Orgel in Wittersroda. Wittersroda ist ein Ortsteil der Stadt Blankenhain im thüringischen Landkreis Weimarer Land. Das kleine Dorf mit nur knapp 50 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt am westlichen Ende des Rheinstädter Grundes. Die wunderschöne Landschaft um das Dorf ist ein stilles Wanderparadies, das man mit allen Sinnen erleben kann. Hier gedeihen noch Orchideen, aber auch viele andere seltene Pflanzen und eine vielfältige Tierwelt. Ein heimeliges Stück Thüringen wie aus dem Bilderbuch. Zu den Wahrzeichen des kleinen Dorfes gehören die Kirche, die riesige Kastanie, die den Festplatz überdacht, und eine 800-jährige Linde, die zu den ältesten Bäumen der Region zählt. In Wolfgang Karls Handbuch Ersterwähnung Thüringer Städte und Dörfer wird 1311 als das Jahr des ersten urkundlichen Nachweises genannt. In einer anderen Quelle findet sich die Jahreszahl 1378. Die kleine barocke Dorfkirche aus dem 18. Jahrhundert liegt malerisch gegenüber den Häusern des Dorfes im Tal des Rheinstädter Baches. Der an der Ostseite stehende Kirchturm besitzt ein Fachwerkgeschoss und eine barocke Haube. Die Orgel wurde 1856 erbaut und stammt aus der Werkstatt von Friedrich Wilhelm Dornheim aus Eichfeld bei Rudolstadt. In einem Stück des großen Breslauer Organisten Adolf Friedrich Hesse hörten wir zu Beginn das volle Werk der Orgel. Nicht zu überhören war jedoch auch, dass sich die Orgel heute nicht in allerbestem Zustand befindet. Ein recht lautes Windgeräusch ist auch in den folgenden Klangbeispielen zu vernehmen, so als nächstes in drei Variationen über den Choral »Nun ruhen alle Wälder«. Sie stammen aus der Feder von Christian Heinrich Rinck, der 1770 in Elgersburg bei Ilmenau geboren wurde und später als Hofkapellmeister in Darmstadt zu großer Berühmtheit gelangte. Thank you.
Trotz aller Bemühungen ist es nicht gelungen, die genauen Lebensdaten von Friedrich Wilhelm Dornheim, dem Erbauer der Orgel in Wittersroda, zu ermitteln. Er war ein Schüler des großen Johann Friedrich Schulze in Paulinzella und arbeitete vermutlich nach seiner Lehre eine Zeit lang als Geselle bei Schulze. 1843 ist er erstmals mit einer eigenen Orgelarbeit unter seinem Namen nachweisbar in Solsdorf bei Königssee im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Sein Geburtsjahr dürfte darum etwa zwischen 1815 und 1820 anzusetzen sein. Von seinem Lehrmeister Schulze übernahm er eine ganze Reihe von Konstruktionsmerkmalen, wie etwa die Strahlentraktur und den Bau seitlicher Registerzüge. Ganz eigene Wege geht Friedrich Wilhelm Dornheim in der Gestaltung seiner Prospekte. An einigen seiner Werke gewinnt der zentrale Rundbogen über der Klaviatur immer größere Bedeutung und beherrscht manchmal regelrecht das Äußere des Instruments, so etwa in Milbitz bei Teichel, einem Ortsteil von Rudolstadt. Ein Schüler Dornheims war der später in Plauen ansässige Orgelbauer Robert Barth. Einige Instrumente aus dem Schaffen von Friedrich Wilhelm Dornheim sind recht gut und weitgehend vollständig erhalten, wie etwa auch die 1856 erbaute Orgel in Wittersroda. Bemerkenswerte Instrumente aus Friedrich Wilhelm Dornheims Schaffen finden sich etwa auch in Drehbar im Saale-Orla-Kreis, 10 Kilometer südlich von Neustadt an der Orla, wo 1862 eine Orgel mit 16 Registern auf 2 Manualen und Pedal errichtet wurde. Ganz in der Nähe liegt auch das Dorf Ploten, das 1867 ein beachtliches und original erhaltenes Instrument mit ebenfalls 16 Stimmen von Dornheim erhielt. Ab etwa 1870 nennt sich die Firma in Eichfeld Friedrich Wilhelm Dornheim und Sohn, jedoch geht die Zahl der Orgelbauten in den nachfolgenden Jahren rapide zurück. Ab etwa 1885 lieferte die Firma Dornheim und Sohn dann nur noch Klaviaturen für andere Orgelbauer. Die folgenden beiden Choralvorspiele stammen von Hermann Riedel. Geboren 1813 in Weida, wirkte Riedel bis zu seinem Tod im Jahre 1892 als Kantor und Organist in Dornburg an der Saale, in Aumar und in Neustadt an der Orla. Die 1856 erbaute Orgel in Wittersroda ist in späteren Jahren und Jahrzehnten nie verändert worden. 1939 wird den Nebengeräuschen der Bälge entgegengewirkt, ein Problem, das also schon viele Jahrzehnte besteht. 1984 wurde die Orgel letztmals gespielt und verstummte danach für ein Vierteljahrhundert. 2009 wurde das Instrument dann gesäubert und wieder spielbar gemacht, jedoch noch nicht grundlegend restauriert.
Die 9 Register sind verteilt auf ein Manual und Pedal. Das Manual ist bis zum 3-gestrichenen F ausgebaut und besitzt die Stimmen Prinzipal, Gedackt, Gamba und Hohlflöte 8 Fuß, Oktave und Flöte 4 Fuß sowie eine dreifache Mixtur. Im Pedal mit einem Tonumfang bis zum 1-gestrichenen D finden wir Subbass 16 Fuß und Violon 8 Fuß, dazu kommt eine Pedalkoppel. Eine Orgel wie die in Wittersroda ist kein primäres Konzertinstrument, sondern für den gottesdienstlichen Gebrauch einer kleinen ländlichen Gemeinde gedacht. Doch auch sie sind ein Teil jenes immateriellen Kulturerbes der Menschheit, als das Orgelbau und Orgelmusik von der UNESCO zwischenzeitlich anerkannt wurde. Immaterielles Kulturerbe ist laut Definition Ausdruck von Kreativität und Erfindergeist, es vermittelt Identität und Kontinuität. Traditionen werden von Generation zu Generation weitergegeben und immer wieder neu gestaltet. Es ist die Aufgabe von uns heute, dieses Erbe zum Klingen zu bringen und Augen und Ohren für die Bedeutung auch solcher kleinen Orgeln wie in Wittersroda zu öffnen. Abschließend erklingt noch ein Stück des Lübecker Marienorganisten Johann Wilhelm Cornelius von Königslöw, Introduktion S-Moll und Fuge S-Dur. 1745 in Hamburg geboren, war Königslöw über 50 Jahre an Lübecks berühmter Hauptkirche St. Marien tätig und bekleidete ab 1801 in der Hansestadt auch das Amt eines städtischen Musikdirektors.